Und herzlich willkommen zurück zu My Hero Wants Justice 2. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Part haben wir einen ziemlich langen XXL-Part gemacht und haben dort die Heldenstory durchgespielt. Und jetzt sind wir so weit, dass wir die Schurkenstory spielen können. Ich habe mich auf jeden Fall leicht informiert. Die Schurkenstory wird nicht so lang gehen. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich 6 Parts brauchen, so etwa. Das ist so mein Gefühl, was ich sagen werde. Und dann hätten wir die Schurkenstory auch durch und somit dann auch das komplette Let's Play. So. Wir dürfen auf jeden Fall mit All for One spielen. Das Ganze fängt gleich mal mit einem Video an. Okay, spielen können wir dann nicht mit ihm. Ich habe nur geguckt wegen unten rechts hier. All for One hätte ja sein können. Nee, nicht All for One. One for All. Nee, All for One. All for One heißt der. Was laber ich hier gerade? All for One war ja richtig. Ich laber hier voll den Dreck schon wieder. Rat und Trennung. Keine Sorge, Tomura Shigaraki. Denk an all deine Erlebnisse, deinen Hass, deinen Kummer und schöne... Und schöpfe Kraft aus ihnen. Du bist die Zukunft der Liga. Ja, das werden wir sehen. Tomura Shigaraki hat ja sehr, sehr, sehr viele Fehler schon gemacht in seiner Liga-Laufbahn, sagen wir es mal so. Mal gucken, ob er noch die Kurve kriegt und vielleicht doch noch zum absoluten Bösewicht wird. Das werden wir herausfinden. Legen wir los.僕はオールマイトとの戦いに敗れ特殊刑務所タルタロスに送還された。負けたよ、オールマイト。しかし君は間違えたよ。先生というのは弟子を一人立ちさせるためにいる。だが君は戦いの果て、弟子に寄り添う道を選んだ。 頼りにしてきた死が手の届かぬ場所へ去り、彼は憎悪を募らせる。彼は真に戦闘を歩んでいく。仲間もいる。仲間を増やす術も学んでいる。大丈夫だ、死柄木弔。経験も憎悪も悔恨も全てを糧としろ。次は君だ。 先生がいなくなった。オールマイト。あのゴミのせいで。この腐った世の中を俺は絶対に許さない。残り火は消え、平和の象徴は死んだ。終わりの始まり。次は俺たちだ。 Tja, Freunde, es ist genau dasselbe wie bei All Might und Deku. All Might hat einfach versucht, nach diesem Kampf Deku irgendwie ja, als den Nächsten zu betiteln. Hat er ja auch gemacht durch das Fernsehen, durch die Kamera und hat gesagt, du bist der Nächste. Damit war ja Deku angesprochen und es ist schon irgendwie lustig, das Ganze, dass das Tomura auch erlebt und dass eben All for One eben dasselbe auf seine Art und Weise eben bei Tomura Shigaraki versucht. Und wahrscheinlich auch geschaffen hat. Aber mal gucken, wohin der Weg da noch führen wird. So, jetzt machen wir erstmal die nächste Mission und zwar lalalala. Wenn ich mich in die Prüfung, die vorläufige Heldenlizenz einschleiche, kann ich vielleicht mit Deku sprechen. Aber wie? Das werden wir herausfinden. Ich würde nur sagen, legen wir gleich mal los. Das könnte richtig, richtig geil werden. Ich freue mich drauf. Was heißt richtig, richtig geil werden? Ich glaube, die anderen Missionen werden richtig geil, aber ich freue mich auf jeden Fall mit ihr zu kämpfen. Das wird lustig. イズク君のいる雄英高校に来てみました。どうやら仮免試験に向けて特訓中らしいのです。イズク君とまたお話ししたいな。でも見つかったらダメですから、そろそろ離れないとですね。仕方がないのです。イズク君、またね。全く生きにくいです。生きやすい世の中になってほしいものです。 Ja, Freunde, mit Toga würde ich mich vielleicht nicht anlegen, aber was soll man machen? Ich finde es ja lustig, dass die Umgebung jetzt noch so ein bisschen lila ist, eben einfach diesen bösen Flair hat. Das ist genauso, also nicht dieser böse Flair, das ist jetzt nicht meine Welt so, aber gerade dieses Lila, ne, und diese Optik und so. Da hinten dieser lila Nebel und so. Das sieht schon sehr geil aus und hat auf jeden Fall was. Gefällt mir. Und jetzt auch allein die böse Story zu erleben, die Schurken-Story. Ist auch ganz interessant, einfach deswegen, weil wir sozusagen Informationen bekommen, die wir so gar nicht bekommen. Also gerade jetzt hier sowas mit Toga, wie sie zum Beispiel sich eingeschlichen hat in die Helden
Prüfung da, also in diese Heldenlizenzprüfung. Sowas haben wir ja gar nicht mitbekommen, meines Wissens nach. Deswegen ist das ganz cool eigentlich, es mal zu sehen. Klar, auch wenn das jetzt vielleicht nicht Kanon ist, aber das auf jeden Fall zu sehen ist schon ganz lustig. So, jetzt kann ich mich, glaube ich, verwandeln, gell? Genau, gedrückt halten, so war das. Und jetzt habe ich halt seine Moves so drauf. Aber ich glaube, ich kann nur so schlagen oder irgendwas. Moment mal, ich glaube, seine Fähigkeiten kann ich nämlich nicht einsetzen. Oder auch doch. Okay, wir hauen einfach drauf. Wir holen einfach drauf, Freunde. So, ich würde mal sagen, wir testen mal unsere 2er plus Ultra-Attacke und schauen uns das hier mal kurz an hier. Bin mal gespannt. Müsste, glaube ich, dieselbe sein. Diese ganz vielen Messereinstiche müssten das, glaube ich, sein. Zack, ja, ja, genau. Das ist genau dasselbe. Und jetzt wirfst du von oben diese ganz vielen Messer. Ja, genau. Wir kennen die Taktik hier. Ist leider wieder dieselbe Ulti. Aber gut, der Charakter hat ja bis dato, glaube ich, auch nichts Neues gezeigt, was sie drauf hat oder so. Was soll man da also dann noch verändern, Freunde? Deswegen kann man durchgehen lassen. Sagen wir es mal so. Auf nette Art und Weise. So. Ist sie nicht gruselig? Oh, allgemein, Freunde. Kinder in Horrorfilmen sind das Schlimmste. Es sind einfach das Schlimmste. Ohne Spaß. Findet ihr auch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ja, Freunde, das macht auf jeden Fall hier ziemlich große Schritte. Finde ich ja schon echt interessant. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Uniform der Shiketsu Hai. Und mit der kann Toga sich eben, mit ihrer Macke kann sie sich eben in Kami verwandeln und natürlich dort agieren, was sie auch macht. Izuku heißt die nächste Mission. Ich habe es geschafft. Deko, warte auf mich. Ich komme. Ja gut, auf einer anderen Webseite würde das wahrscheinlich was anderes bedeuten, wenn da steht, ich komme. ja, aber da gehen wir jetzt, glaube ich, nicht näher drauf ein, Freunde, sonst ist hier USK 18, FSK 18, wie auch immer. Machen wir weiter mit der nächsten Mission. なんだかあっちの方が騒がしいですね。あ、あれは伊豆くん。なんだか少し噂ら。でもかっこいいです。血が出てればもっと。それより今行けば2人きり。早速アタックです。当たった。ダメですよ。ぼーっとしてたら。でもピンチなのに笑ってるなんて変なの？ Oh Mann, Freunde, Kami ist schon echt ein süßes Mädchen und jetzt mit ihr zu spielen, oder mit Toga in dem Fall, ist schon echt interessant und jetzt bin ich mal Oha! Tschö! Kami, was ist los, Alter? Das war ja mal mega krass, guckt euch das mal an, Alter, Let's Beyblade. So, wie heißt sie mit Nachnamen? Ich kann das nicht aussprechen. Utsushimi. Kami Utsushimi, irgendwie sowas, keine Ahnung. So, gucken wir jetzt mal die ganz normale... Achso, das ist sogar die Standard-Kombo gewesen. Okay, ich will ja nicht das selber andauernd machen. Hä? Die macht immer dasselbe. Mach mal was anderes, Mädel. So, was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir All Might. Ich habe einfach mal All Might gerufen. Das ist ja ihr... Das ist ja... Ich glaube, man kann immer die Wünsche von dem Charakter... Irgendwie... Ich verstehe ihre Fähigkeit immer noch nicht so ganz. Ich habe es mal gewusst, aber... Nachdem sie jetzt in den Folgen auch nicht mehr so oft aufgetreten ist, ist mir das jetzt auch so ein bisschen entfallen. Guck mal, wie die winkt, wenn man einfach... Wenn man läuft... Wenn sie stehen bleibt, dann winkt sie. Wie süß ist das denn? Okay, Mia. Warum bist du nur so süß? Ja, aber egal, was ich drücke, sie macht immer dasselbe. Okay, jetzt haben wir All Might hier, aber was bringt mir das jetzt genau? So, jetzt haben wir ihn mit diesem Feenstaub hier bespuckt. So, berühmer All Might. Okay, ich will eigentlich so ein bisschen testen, aber es ist halt echt schwer. Also, kombomäßig kann die gar nicht so... Es kann aber auch sein... dass sie kombomäßig nicht so viel kann, weil wir eben Toga sind. Das kann nämlich auch sein, weil ich wundere mich gerade.
Ja, jetzt macht's ein bisschen was. Jetzt hat's ein bisschen was anderes gemacht, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm, komisch. Egal, dann testen wir einfach unsere Plus Ultra 2. Bin gespannt, was sie da machen wird. Oh, Double Combination. Sehr gut, gefällt mir. Zwei Kami sind immer besser als eine Kami. Okay, wenn sie so groß ist, sowieso. Da würde ich auf diesen zwei großen Buckel, da würde ich Trampolin spielen, Freunde. So, das war natürlich nur eine Verarsche. Und natürlich für hinten nochmal schön einen Schlag drauf gegeben. Also Kami ist schon sehr elegant. Muss man mal an der Stelle sagen. Aber die ist echt mega süß, ey. Guckt euch die mal an. Oh mein Gott. Richtig, oh ja, klar. Also die Brüste müssen natürlich da mega reingestreckt werden. Ja. Also ich finde sie jetzt nicht nur cool, weil sie so schöne Brüste hat, aber sie ist halt allgemein ein hübsches Mädel. Kann man ja sagen. Oh Mann, ey. Anata wa nande hiro wo kokorosashiteru? Meiyo, hokori, dare no tame? Anata no koto ga motto shiritai na. Itazo! Yue to shiketsu ka. Kazu nara kochi ga katteru nda. Matomete yachimasu! Sekkaku futari datta no ni gakusei san tachi ni jama sarete shimaimashita. Koko de bye bye to misekakete. 今度は助けに来たオチャコちゃんになりきって伊豆くんにアタックです。大丈夫？こっちに早く。足場が落ちる。Tja, da hat sich Toga ziemlich schnell wieder zurückgescheucht und hat sich gleich mal wieder in Ochako verwandelt und natürlich hier das tollpatschige Mädchen gespielt. Aber Freunde, Deko ist kein dummes Kerlchen, also der hat auf jeden Fall was in der Rübe. Und er kann auf jeden Fall 1 und 1 zusammenrechnen. Was das heißt, werden wir bestimmt jetzt herausfinden. Let's go. Arigato. Gomen ne. Heta koita. Ja, bets ni sonna. Sore yori. Hyotto shite shiketsu no hito desu ka? Kizuite tasuketa tte koto wa gyaku ni riyou shiyou to shita no? Soko made atama mawatte masen. Demo yokatta, kekka deki ni. うららかさんじゃないなら、なおさら浮かんだりできないから、あのまま落っこちてたら確実に背中を痛めてた。なるほど、それが君の理由なんだね。もっと教えてほしいな、君のこと。君は誰でも助けるの？妖怪は何をもって線を引く？デク君、大丈夫？また邪魔ですか？ しかたないです。今度こそ撤退です。いいとこだったけど、残念。本当に、本当に、もっと話したかった。でもこれじゃもう無理ね。残念。うららかお茶子さん、とっても信頼されてるね。試験も終わり、 Ja, Freunde, so schnell geht das, aber Dekus messerscharfer Verstand hat ihm natürlich hier geholfen und ihn auch, ja, in einigen Schritten vielleicht gerettet, vielleicht nicht direkt. Also physisch hat sie ihn gerettet, aber jetzt nicht, was das Blut betrifft. Und was mit dem Blut natürlich auf sich hat, das werden wir bestimmt auch noch herausfinden. Toga hat es und wird das Tomura bringen. Mal schauen. Wir machen weiter. Wir haben noch eine Nebenstory hier. Der Verlierer spricht. Es ist so wenig Platz hier drin. Oh mein, also gut. Was willst du von mir? Das ist leider nochmal ein Video, aber danach geht es auf jeden Fall weiter mit Dabi. Und Dabi ist immer ganz geil, Freunde. Mega cooler Charakter, da freue ich mich auch sehr drauf. Deswegen gönnen wir uns das Video schnell. ここは窮屈だよ、オールマイト。世貴様はギリシャ神話になぞらえ、ここをタルタロスと呼ぶ。奈落を表す神の名だよ。さすがの僕も神への反逆となると一苦労するだろう。貴様は何がしたい？何がしたかった？聞いても納得などできやしないくせに。 分かり合えない人間ってのは必ずいるんだから。同じさ、君と同じだよ。君が正義のヒーローに憧れたように
僕は悪の魔王に憧れた。シンプルだろう。理想を抱き、体現できる力を持っていた。永遠に理想の中を生きられるなら、そのために努力は惜しまない。ならばなぜ後継など。君がそれを聞くか。面白い。君が全て奪ったからだろう。僕の体を見ろ。終わりがあることを知れば人は託す。みんながやってることを僕もしようとしてるだけさ。今度は僕の番だ。話をしたいんだ。もっと、そうだな。世間は君の引退にかなり動揺したと思うんだが、様子はどうだ？外の情報はお前には教えない。残念だな。きっとこうかな。今頃メディアはヒーロー社会全体の団結を訴え、一方でヒーローを支持しない者が行動を起こし始める。仮に僕が描いたシナリオが正しく機能しているとして、原因は全て君の偽りの姿と引退なわけだ。今後君は人を救うことかなわず、無力さに打ちひしがれながら余生を過ごすと思うんだが、教えてくれないか。どんな気分なんだ。貴様だけが全て分かっていると思うな。貴様の考えはよく分かっている。お師匠の血縁である死柄木に、私、あるいは私と少年を殺させる。それが筋書きだな。私は死なないぞ。死柄木に私は殺させない。私は殺されないぞ。貴様の思い描く未来にはならない。貴様の未来は私が砕く。何度でもな。貴様こそここで指を加え、余生を過ごせ。余生ね。Na, Freunde, All for One scheint sich ziemlich sicher zu sein und auch All Might ist scheinbar ziemlich sicher, dass sie ihren Kampf gegen natürlich die parteiische Gegnergruppe gewinnen werden. Das ist natürlich die Sache. Und ja, da müssen wir mal herausfinden, Freunde, wer das wirklich gewinnen wird am Ende des Spielchen. Aber sind wir mal ehrlich, das Ganze ist ein Shonen-Anime oder eine Shonen-Serie. Am Ende gewinnen meistens die Guten. Und das wird wahrscheinlich auch hier wieder der Fall sein, Freunde. Deswegen werden wir das zusammen herausfinden, hoffentlich, in vielen, vielen Jahren, wenn das Ende von My Hero Academia irgendwann mal kommen wird. Ganz genau. So, wir haben jetzt noch eine Mission, die würde ich noch machen, und zwar Abfall. Einer von diesen Kerlen ist schlimmer als der andere. Ihr seid alle nicht zu gebrauchen, aber ihr seid guter Zündstoff für meinen Scheiterhaufen der Seelen. Uiuiuiui. Das klingt ja sehr, 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 sehr düster. Und ich, jedes Mal, wenn ich Dabi sehe, muss ich mir echt denken, Alter, was hast du mit deinem Gesicht gemacht? Das sieht so, so schlimm aus. Allein diese Hautfetzen, die hier zugetackert sind und so. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Aber mega geiler Charakter. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall, mit ihm spielen zu dürfen. Let's go! All Might が朽ちてから半月が経った頃、勢力拡大を狙い、俺らは各地に分散し、仲間集めに奔走していた。なんだてめえ、気持ち悪い顔しやがって。何見てんだ、殺すぞこら。雑魚か。異性だけのチンピラをいくら集めたところでリスクが増えるだけだ。Na, Freunde, ich glaube, über solche Gegner kann Dabi einfach nur lachen. Alter, das Outfit. Ich weiß nicht, sieht das ein bisschen anders aus, das Outfit? Hatte der, ich glaube, diese weißen Ärmel hatte der beim letzten Mal nicht, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Dabi sieht man jetzt auch nicht so oft, deswegen habe ich mir sein Outfit, glaube ich. Also, den Mantel auf jeden Fall, ja, aber diese weißen Ärmel, die kommen mir so gerade ein bisschen neu rüber. Aber ist ja auch egal. So, hier haben wir diese Feuerkugel. Und das Geile ist, man kann die so ein bisschen lenken. Also, man ruft erst eine und dann drücke ich nochmal und dann kann ich die zum Beispiel, ja, eben dann reindrücken. Heißt, ich gehe jetzt hin. Setz sie ein, mach Combo. So, und dann drücke ich nochmal Dreieck und dann haue ich die andere Kugel noch dazwischen. Das ist halt ziemlich geil bei Dabi, deswegen habe ich den auch so gerne gespielt. Ich glaube, man kann auch ein bisschen mehr machen mit der Kugel. Ich muss gerade nur herausfinden, wie das ging.
Irgendwie konnte man noch was machen. Wie geht das denn nochmal? Das ist immer so ganz schwer, das alles herauszufinden. Dann gab es noch das hier. Moment mal. Achso, jetzt war die Plus Ultra 1. Scheiße, das wollte ich erst gar nicht. Ja, das ist dieser Feuertornado. Aber wir werden bestimmt nochmal Dabi einsetzen. Deswegen werden wir dann wann anders mal. Werden wir wann anders mal die Dings-Ulti einsetzen. Die Zweier. Das war nicht das letzte Mal. So. Jetzt gehe ich mal komplett nach hinten. Setze so eine Feuerkugel ein. Sprint hin. Combo. Und hau sie noch fett rein hier. War jetzt keine Combo, aber. Ihr wisst schon, wie ich mein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Verfolge ihn, Feuerchen. Zack, nochmal. Verfolge ihn, verfolge. Man kann es ja auch lenken, oder? Ja, genau. Ich wollte auf Safety-First-Basis lieber ein bisschen hinten bleiben, Freunde. Nicht, dass mich das jetzt auch hier killt. Klar, wenn man einen Kampf im Finale verliert, dann ist das halt schade. Aber so ist es dann halt. Aber dann nicht während so einem Kampf. Das war halt echt peinlich. Und Alter, das Abschlussbild ist ja mega geil von ihm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dabi, du krasser Typ, ey. Heftig. いたずらに力を振りまく Ja, Freunde, da hat Dabi wohl einfach mal die potenziellen neuen Kandidaten für die Liga einfach mal weggezündet. So sieht es halt dann einfach mal aus. Kann man mal machen. Waren halt auch echt irgendwelche Lappen. Also von daher, die braucht man nicht jetzt wirklich in der Liga. Man braucht schon wirklich spezielle Leute mit ihren komischen Macken. Und dann, ja, können sie auch coole Sachen starten. Ja, wie es weitergehen wird, Freunde, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Folgt mir auf den Social Media Seiten wie Instagram und Twitter. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Da bin ich auch ziemlich aktiv und würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Bis dahin, haut rein und tödelö.